Hey Leute, der Sturm geht weiter. Trotz eines vielversprechenden Bewerbungsgesprächs kann sich Paul nicht so richtig freuen und er zweifelt an seinem Entschluss, zusammen mit Constanze nach England zu gehen. Während Paul Rat bei Max sucht, wächst der Druck auf Constanze, die händeringend einen Job in London sucht, denn das Jobangebot war nur ein Vorwand, um Paul zum Gehen zu bewegen. Als Gary Sheerins beruhigende Meditationsaufnahme hört, ist er überzeugt, die theoretische Führerscheinprüfung meistern zu können. Um sich bei Sheerin für ihre Hilfe gegen die Prüfungsangst zu bedanken, holt er sich Rat bei Helene und überrascht Sheerin mit einer liebevollen Geste. Vor Hildegard erfährt Josi von André, mit welchen Methoden die Schoko-Götter gegen sie arbeiten. Sie starten eine Rabattaktion. Nachdem es zu einem Kuss zwischen Alexandra und Christoph gekommen ist, zieht sich Alexandra zurück und betont, dass sie verheiratet ist und kein Interesse hat. Während Alexandra mit ihrem schlechten Gewissen kämpft und um Professionalität bemüht ist, entscheidet sich Christoph, in die Offensive zu gehen und überrascht Alexandra mit einem Geschenk. Gary verkündet Helene und Shirin schöne Neuigkeiten. Da Max nicht der Typ für öffentliche Liebesbekenntnisse ist, zeigt er sich wenig begeistert, als sich Vanessa ein selbstgeschriebenes Eheversprechen für ihre Hochzeit wünscht. Vanessa ist enttäuscht und es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden. Paul bekommt die Rabattaktion der Schoko-Götter mit und stellt Leon zur Rede. Dieser entzieht sich aber schnell der hitzigen Situation. Josi, die das Gespräch zwischen den beiden beobachtet hat, steht kurz darauf vor Paul und stellt ihn zur Rede. Warum mischt er sich in ihre Beziehung? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.